Willkommen zur 19. Ausgabe von Mathematik 1. Heute schauen wir uns das Newton-Iterationsverfahren an als Stellvertreter für viele oder alle numerischen Verfahren, wenn wir Lösungen suchen von Gleichungen, die nicht analytisch lösbar sind. Also mal was ganz was Neues. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich auch noch nicht von der Schule. Schauen wir uns mal an, worum es da geht. Also wir wollen etwas lösen, was zum Beispiel aussieht wie x gleich Cosinus x. Schöne kleine, ja, Gleichung, sieht nicht kompliziert aus, aber ja, wir können sie nicht analytisch lösen, egal was wir machen. Wir können den Arcus Cosinus auf beiden Seiten machen, aber dann habe ich links den Arcus Cosinus von x gleich x. Komme ich auch nicht weiter. Egal was ich mache, ich kann das x nicht alleine isolieren. Grafisch ist es ja so, ich suche ein x, wo die Funktion f von x gleich x, ja, die linke, und die Funktion f von x gleich Cosinus x, wo die einen gemeinsamen Punkt haben, einen Schnittpunkt, ja, und den sehe ich natürlich sofort grafisch hier. Ist auch irgendwie klar, das x wird immer größer, der Cosinus fängt bei 1 an und wird immer kleiner, also spätestens bei, ja, bei Pi halbe, wo der Cosinus 0 ist, bei 90 Grad, da müssen sie sich geschnitten haben. Ja, wie können wir es vielleicht noch mal ein bisschen anders darstellen? Wir können, anstatt dass wir sagen, wir suchen den Schnittpunkt von zwei Graphen, da muss ich immer zwei Graphen zeichnen, können wir diese Gleichung hier x gleich Cosinus x auch noch mal umwandeln in Cosinus x minus x ist gleich 0. Also einfach den Cosinus, dann das x auf die andere Seite bringen. Dann kann ich das jetzt. Das kann ich jetzt, nennen wir das zum Beispiel mal g von x, eine Funktion nennen. Und ich suche jetzt Nullstellen von dieser Funktion g von x. Also im Prinzip Gleichungen lösen ist effektiv das gleiche wie Nullstellen bestimmen. Gut, also wie kann ich von Funktionen, beliebigen Funktionen, die Nullstelle bestimmen, auch wenn es analytisch nicht geht. Das ist die Grundaufgabe, mit der wir uns heute nähern wollen. Und die Lösung für dieses Problem ist natürlich, okay, wenn es rechnerisch nicht geht, also keine analytische Lösung da ist, dann muss ich eben einen Algorithmus finden, wo ich zumindest so an näherungsweise Lösungen komme. Und gut sind natürlich auch Algorithmen, die iterativ sind. Also nicht ein Algorithmus, der mir einen Wert liefert und der ist mehr schlecht als recht, sondern natürlich etwas, was ich Zug um Zug mit jeder Iteration verbessern kann. Dann kann ich entscheiden, wie genau will ich meine Lösung haben und kann dann abbrechen an einer bestimmten Stelle. Solche Algorithmen gibt es und das Newton-Verfahren ist eben ein solches Verfahren, ein numerisches Verfahren, mit dem wir eine ungefähre Lösung bekommen. Und da liegt jetzt natürlich auch die Gefahr drin. Also zum einen, es ist nur eine ungefähre Lösung. Ja. Es wird nie eine exakte Lösung geben. Auch wenn sich unser Verfahren, zum Beispiel der 2, sehr stark nähert, wir können uns ja nicht ganz sicher sein, dass wirklich 2 ohne irgendeine Variation auf der 132. Nachkommastelle die Lösung ist. Also es bleibt ungefähr zu einer bestimmten Genauigkeit. Und wir werden auch sehen, dass jede numerische Methode auch Schwächen und Limitierungen hat. Also es gibt Szenarien, da wird unser Algorithmus auch nichts oder Blödsinn produzieren.
Und wir müssen dann unseren Verstand und unser mathematisches Können nutzen, um das unterscheiden zu können. Also wir können nicht wie bei einem algebraischen Lösungen einfach darauf vertrauen, dass wir richtig gerechnet haben, sondern wir müssen das, was da rauskommt, nochmal unabhängig bewerten. Also wir müssen überprüfen, ob die Lösungen zu den Eigenschaften der Funktion passen. Wir brauchen so, ja, im Prinzip vielleicht noch so mal sowas wie eine Kurvendiskussion. In MATLAB geht das Ganze extrem einfach. Da gibt es den Befehl VPA solve und da stecke ich meine Gleichung hinten rein und dann purzelt eine Lösung raus. Ja, aber genau hier müssen wir eben dann aufpassen. Dann müssen wir auch, wenn es MATLAB berechnet, überprüfen, was hier rauskommt. Gut, genug geredet. Wie funktioniert das Newton-Verfahren? Die Idee ist folgendes: Ich nehme einfach einen Startpunkt. Ja, wir haben jetzt einfach mal hier diesen hier genommen, bei x0 gleich 0. Ja, x0 ist 0, da fangen wir an. Wir können von unserer Funktion, das ist jetzt mal hier ein beliebiges Beispiel, den Funktionswert an der Stelle 0 berechnen. So, jetzt könnten wir sagen, wir wollen ja hier diese Nullstelle hier drüben finden. Jetzt ist die Tangente schon mal gar nicht so ein schlechter Startpunkt. Also wir könnten von diesem Punkt aus eine Tangente bilden, diese gestrichelte Linie, und einfach schauen, wo diese Tangente die x-Achse schneidet. Das ist natürlich nicht genau da, wo die Funktion schneidet. Die Funktion ist uns aber zu kompliziert zum Rechnen. Wir sind aber auf jeden Fall näher gekommen. Also vorher waren wir so weit entfernt. Jetzt, wenn wir der Tangente folgen, sind wir nur noch so weit entfernt. Also wir haben uns der fraglichen Nullstelle deutlich genähert. Und ja, von hier können wir dann, wenn wir diesen Schnittpunkt haben, können wir wieder raufgehen, weil ich einen Funktionswert hat, meine Funktion, dann bin ich hier. Also wenn das hier x0 war, dann ist das f von x1, das hier ist x1, mein neuer Wert. Und jetzt kann ich von hier das Ganze wiederholen. Also ich kann jetzt hier im nächsten Schritt nochmal von hier aus die Tangente bilden. Und da sehen wir jetzt in der Grafik, da muss ich schon reinzoomen, um zu sehen, dass da überhaupt noch einen Unterschied zwischen dem echten Schnittpunkt und der Projektion gibt. Also für diese Art von Funktion scheint es sehr schön funktioniert zu haben. Genau, das ist die komplette Idee. Jetzt müssen wir es mathematisch noch ein bisschen aufarbeiten, das Ganze. Und dazu, ja, schauen wir uns jetzt nochmal den Start an. Also ich war hier bei x0, x0 gleich 0. Dann nehme ich den Funktionswert, ich gehe hier rauf und dann bilde ich hier die erste Ableitung und schaue, wo diese Tangente, wo die hier schneidet. Und ja, jetzt kann ich hier dieses Dreieck bestimmen. Also was ich bekomme, die Steigung von einem Dreieck, die ist ja f' von x0. Also die Steigung hier ist f' von x0, die Steigung an meinem Startpunkt. Und die Steigung, ja, ist Höhe durch Breite. Also die kann ich auch schreiben als diesen Funktionswert f von x0, also Höhe durch Breite, geteilt durch diesen Wert, ich nenne das einfach mal s, geteilt durch s, also das Höhe geteilt durch Breite. Und was ich jetzt eigentlich haben will, ich kann f von x, den kann ich bestimmen, also den Funktionswert am Startpunkt. Die erste Ableitung kann ich bestimmen und da x0 einsetzen. Was ich haben will, ist, wie groß der Schritt s sein muss von x0 zu meinem nächsten Punkt
Nicht S, sondern X1 heißt er hier drüben. Okay, also löse ich nach S auf und da steht dann einfach S ist gleich F von X0 durch F' von X0. So, jetzt müssen wir noch drauf achten. Ich habe hier eine negative Steigung und ich will nach rechts gehen. Ja, und wenn die Funktion hier positiv wäre, dann wäre die Nullstelle links, dann will ich nach links gehen. Also ich brauche hier noch ein Minus, damit das in die richtige Richtung läuft. Also mache ich noch ein Minus ran. Und dann will ich jetzt nicht nur wissen, wie weit laufe ich. Also dieses S ist ja die Entfernung zum nächsten Punkt. Sondern ich will den nächsten Punkt haben, also muss ich auf dieses auf die Entfernung noch den Startpunkt drauf addieren und dann landen wir bei dieser Formel. Und jetzt habe ich gleich allgemein natürlich auch schon geschrieben, x von n plus 1, also das ist immer der nächste Punkt, der berechnet sich aus dem vorhergehenden. Ja, indem ich vom vorhergehenden diese Formel f durch f' von dem aktuellen Punkt abziehe. Ja, so einfach ist das Ganze. Und wir schauen uns das einfach mal in einem Beispiel an, wie das funktioniert. Also nehmen wir mal die Funktion, die wir vorhin schon hatten. F von x ist gleich x minus Cosinus x und wir wollen hier die Nullstelle berechnen. Gut, wir brauchen auf jeden Fall die erste Ableitung. Also leiten wir es einmal ab, dann wird daraus 1 plus Sinus x. Ja, Cosinus wird zu Minus Sinus. Und jetzt kann es losgehen. Unser Startpunkt ist 0. Dann sagt die Formel x1 ist x0, also 0, minus f an der Stelle 0 geteilt durch f' an der Stelle 0. Also ich setze hier immer den vorhergehenden Punkt ein. Also hier die 0 setze ich an drei Stellen ein. Ja, f von 0, 0 minus Cosinus 0 ist minus 1 und 1 plus Sinus 0 ist plus 1 und dann mit dem Minus aus der Formel bekomme ich hier plus 1. Also das hier ist unser neuer Punkt x1. Also wir sind von 0 auf 1 hoch und jetzt kann ich das gleiche wieder machen. Diese 1, die setze ich jetzt wieder überall in meiner Formel ein. Also ist ja allgemein, ist ja der nächste Punkt war ja xn minus f von xn durch f' von xn. Also ich habe drei Stellen, wo ich dieses xn brauche. Also die 1, die taucht jetzt hier, hier und hier auf. Ja? An diesen drei Stellen, da setze ich den aktuellen Wert ein und bekomme x2, den nächsten. Und ja, jetzt wird es natürlich nicht mehr schön von den Zahlen, also hier habe ich nur eine Näherung mit dem 0,75 mit Taschenrechner und diesen Wert, das hier ist mein x2, den kann ich jetzt wieder einsetzen, also der kommt jetzt hier unten, kommt der hier rein, der kommt sogar hier auch noch rein, ja, da steht ja auch noch ein x und ja, dann bekomme ich meine 0,73 und dann mein x4 und da sehen wir, dass wir also 0,7, 0,7, 0,7, das scheint gleich zu bleiben. Es bleiben sogar die 0,739 bleiben hier gleich und auch wenn ich jetzt noch weiter rechnen würde, x5, x6, x7, wir werden sehen, dass es immer genauer wird.
Also das ist das Charakteristikum von so einem Iterationsverfahren. Mit jedem Schritt kommen wir nochmal viel, viel näher an die echte Zahl heran. Und wenn wir das x4 analysieren würden, würden wir sehen, die 4 hinten ist noch nicht genau, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stellen. Also eine Genauigkeit von 10 hoch minus 9 erreicht mit nur 4 Iterationen. Das ist sehr genau für 4 kleine Rechnungen. Gut, jetzt unterbreche ich für eine kurze Pause. Es geht gleich weiter im nächsten Video. Dann machen wir noch mal ein kurzes Beispiel und da sehen wir, wie es aber auch gehen kann bei der Newton-Iteration.